Ich hatte ja monatelang das Projekt Sex mit dir erstmal beiseite gelegt, weil ich gemerkt hatte, dass Asima nicht so richtig klarkommt mit diesem Projekt und der Track ist ihr zu hart und das Video könnte zu hart sein und so weiter und so fort. Aber sie hat natürlich mitbekommen, dass ich gerade an der Produktion arbeite. Sie hat mitbekommen, dass ich den Track dann auch irgendwann fertig recorded hatte. Und wir haben dann mehr oder weniger immer wieder zu Hause miteinander gesprochen, dass ich eine Darstellerin suchen werde. Ich habe da auch schon viele Darstellerinnen angerufen gehabt. Ich habe viele Mädels bei Instagram angefragt, ob die Lust drauf haben, weil es gibt natürlich viele Damen, die auch auf Instagram sich bei sowas eben auch bereit erklären. Die schreiben dann immer in ihrer Bio, dass sie da für Musikvideos eben zur Verfügung stehen. Und von diesen ganzen Mädels hat sich dann eben eine herauskristallisiert. Die hat sehr, sehr gut reingepasst. Habe sie angefragt und habe über Preis verhandelt, eben alles, was dazugehört. Es war nie die Rede, dass wir das Projekt nicht zu Ende machen. Es war nie davon die Rede, dass wir sagen, okay, ey, wir machen es irgendwie anders. Wir haben in verschiedenen Locations gedreht, was natürlich auch Geld gekostet hat, was man organisieren musste. Heißt, ich hatte schon alles bezahlt gehabt im Voraus. Ich hatte schon die ganze Planung fest ausgemacht. Üblicherweise ist es so bei mir, dass immer, wenn ich einen Videodreh habe, dann plane ich alles im Voraus, damit es nicht heißt, wir haben keine Hotelzimmer, wir haben nicht dies zur Verfügung, wir haben nicht das zur Verfügung. Heißt, es war alles schon safe. Es war schon alles fest und bezahlt und ich musste praktisch nur noch die Darstellerin anrufen, sie nochmal darauf hinweisen, dass wir uns um die Uhrzeit treffen werden, dass wir sie abholen werden. Solange wird der Dreh gehen, wir werden sie nach Hause bringen und so weiter und so fort. Und dann kam ich gerade von einem anderen Gespräch in die Planung rein und Asima saß ja auch schon am PC und hat schon praktisch alles nochmal kontrolliert. Und während wir gerade die letzten Planungen nochmal durchgehen, fängt die auf einmal an, mir da auf die Nerven zu gehen. So. Oh. Was geht? Nichts bei dir. So, ich habe jetzt gerade nochmal, ich habe jetzt kurz nochmal mit Daniel geredet. Also, Kamera und so ist alles safe. Sex mit dir, Dreh ist safe. Jetzt muss ich nochmal die Darstellerin anrufen, um ihr nochmal die Fragen zu stellen, ob sie ready ist, ob sie Kleidung nochmal per Foto und so schicken kann. Das, was sie geschickt hat, sah ganz gut aus, aber sah ein bisschen so zu langweilig aus. Ansonsten, wie gesagt, ich rufe sie noch an, um ihr nochmal zu erklären, wegen Gage, also dass alles funktioniert hat. Sie wollte Summe X, schicken wir rüber dann nach dem Dreh. Wegen abholen weiß sie noch nicht, dass wir sie abholen und nach Hause bringen, nach dem Dreh. Essen kriegt sie nochmal, so wie es halt nun mal üblich ist. Ich rufe sie gleich nochmal an. Also, nur nochmal zu Verständnis, wir haben jetzt Location haben wir geklärt. Darstellerin rufe ich an, Kamerateam habe ich geklärt, Transport habe ich geklärt, Treffpunkt 10 Uhr morgens. Also das heißt, wir nehmen jetzt nicht das, wir nehmen jetzt erste Hotel, nicht das zweite. Ja genau, wir nehmen das zweite. Das erste hat mir nicht gefallen, sieht mir irgendwie zu, sieht mir, keine Ahnung, sieht mir so, gefällt mir einfach nicht. Okay. Ja, aber du kannst ja mal, wenn du möchtest, nochmal nach Basketballplätzen gucken. Der ist zwar ganz gut, aber wir können nochmal nach einem gucken. Ja, ich habe nicht. Guck am besten einen. Umkreis Berlin einfach, damit wir nicht so weit fahren. Okay, ich rufe sie mal kurz an. Hi, ich bin's, Dardan. Ja, genau. Ich wollte nur noch mal sagen, dass das mit der Gage alles funktioniert. Du kriegst die Gage dann nach dem Dreh einfach auf dein Bankkonto einfach überwiesen. Und es ist halt so, wir haben uns überlegt, dass wir um 10 Uhr starten. Aber um 10 Uhr werden wir dich nicht brauchen. Wir holen dich erst so um 20 Uhr ab und fahren dich dann nach dem Dreh auch wieder nach Hause. Genau. Wir holen dich ab und bringen dich dann wieder nach Hause, wenn du möchtest. Du kannst auch gerne alleine fahren. Hast du ein Auto? Nee. Ja, dann passt das ja. Alles gut. Wir machen das genau so, dass wir dich abholen und nach Hause bringen. So, die Klamotten, die du mir zugeschickt hast, die sahen zwar ganz gut aus, alles ganz sexy, alles super, aber wenn es geht und wenn du noch ein paar andere Sachen hast, wäre super, wenn du die mir zuschickst oder zum Dreh mitbringst. Das wäre mir beides ganz lieb. Und wie gesagt, stell dich so auf 19.30 Uhr, 20 Uhr ein. Ja. Okay. Twerken hast du ja gesagt, kannst du. Die Videos, die du mir zugeschickt hast, sah ja auch ganz gut aus. Genau. Alles klar. Am 3. Januar.
Am 3. Januar ist das. Also haben wir noch ein paar Tage. Mhm. Ja, alles klar, gut. Wir holen dich dann ab, ich rufe dich ja nochmal vorher an. Ciao, ciao. So, hat funktioniert. Das hat funktioniert. Steht nichts im Weg. Illyrian Codex sieht cool aus. Ich weiß, danke. Habe ich uns beiden gleich was bestellt. Was hältst du davon? Ach, Mann. Also, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie du dir das alles so vorgestellt hast. Im Hotel mit ihr so. Weil du meintest, die hat ja auch schon ein paar Videos zugeschickt mit dem Twerk und alles sowas. Ja. Was ist los? Ich muss doch sehen, ob die da was kann oder nicht. Die kriegt doch Geld dafür. Mhm. Ich bezahle doch nicht einfach irgendeiner, die dann da wie so ein Holzkopf da irgendwie da versucht, irgendwas zu machen. Das ist mir ja schon klar. Und die hat ja was drauf, deswegen nehme ich die auch. Mhm. Die war ja auch schon bei anderen Musikvideos, habe ich mir auch angeguckt. Mhm. Ist doch normal, dass ich mir sage, warum hast du ein Problem mit raus? Findest du es nicht richtig, dass ich erstmal die Leute mir doch, angucke? Also ich, na, doch schon. Im Endeffekt muss es ja nach etwas aussehen, so weißt du, was ich meine, aber ja. Wie stellst du dir das denn genauso vor? Ja, Video, na, das Video soll praktisch, erstmal soll es Berlin zeigen von oben. Dafür lassen wir eine Drohne fliegen. Mhm. Und danach gehen wir vom Basketballplatz, da gibt es halt so ein paar Zwischenszenen, die wir aufnehmen. Gehen wir bei Masa, in die Masa Lounge, drehen da was. Und dann praktisch steigen wir dort in ein Fahrzeug ein, fahren zum Hotel und drehen dann sozusagen die Szene auf dem Hotel, wo sie auf dem Bett eben so ein bisschen trackt und wo ich dann sozusagen auf dem Bett da mit ihr da so zusammen da eben rappe und gleichzeitig... Aha. Auf dem Bett mit ihr? Nee, das heißt doch Sex mit ihr, das heißt nicht ja, Romanze, weiß ich so, nicht. Ja, aber das heißt ja auch nicht halbnackter Porno, ey, auf dem Bett. Digga, das ist kein Porno. Weißt du, was ein Porno ist? Das ist doch kein Porno. Porno ist doch was ganz anderes. Die ganze das ist ein Musikvideo, es gibt ein Thema, darüber rap ich jetzt. Erzähl mir du jetzt nicht, Alter, wie ich jetzt mein Musikvideo zu machen habe. Nee. Ich habe jetzt schon alles zugesagt, ich habe schon Videodreh bezahlt, alles, jetzt komm mir nicht an mit diesen Kopfschmerzen, ja? Warum Kopfschmerzen? Man muss, ey, guck mal. Ja, was? Du verstehst mich nicht. Wie kann man, guck mal, das Problem ist halt, du rappst, okay, alles schön und gut, ja, sie kann ja ihr Sachen da alles machen. Das Problem ist halt, okay, sie kommt dann auf einmal in Strapsen auf dem Bett, dann sagst du mir gerade, du bist auch auf dem Bett drauf, sag mal... Baby, das ist ein Musikvideo, das ist Kunst. Ja, ich weiß, Kunst. Ich verkörpere in diesem Musikvideo eine gewisse Person. Ja. Das mache ich nicht seit heute, das mache ich nicht seit gestern, mache schon ein paar Jahre. Aber langsam steigert sich das so, weißt du schon mal? Irgendwann nimmt es ja langsam so ein Level an, wo ich sage, oder wo es irgendwann mal Stopp ist, so, weißt du schon mal? Und das fällt dir jetzt ein, nachdem organisiert haben, fickst du jetzt meinen Kopf, jetzt. Das nervt mich gerade. Jetzt, wo ich alles praktisch schon reserviert zu okay, den ja, bekommen habe. Aber ja, du wusstest es aber schon von Anfang an. So, was ist denn dein Wunsch? Ich will nur wissen, was dein Wunsch ist. Fuck mich jetzt nicht ab. Was ist dein Wunsch? Das ist eine Darstellerin, Digga, die bekommt ihr Geld, die macht ihre Arbeit und verpisst sich wieder. Ja, kann ja sein so. Aber trotzdem, keine Ahnung, irgendwann, weiß ich nicht, was soll ich dazu sagen, ja? Weiß ich nicht. Vor allem, man sollte ja mal so, guck mal, die hat doch, wenn sie kein Auto hat, es gibt doch Bahn. Wir leben in Berlin. Ey. Da muss man sie ja nicht komplett gleich wieder abholen. Hör mal zu. Ich und unser Team, wir verkörpern eine gewisse, sag ich mal, Unternehmenskultur. Und wenn diese Unternehmenskultur es noch nicht mal schafft, eine Darstellerin abzuholen, nach Hause zu bringen, sorry, Alter. Also ganz ehrlich, für 2,50 Euro für ein Ticket wird ja wohl reichen. Also ganz ehrlich. Was hat denn jetzt das Ticket mit dem zu tun? Nee, das hat allgemein was zu tun. Ja, das Problem ist halt einfach, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. So, weißt du, was ich meine? Ist alles schön und gut, Worauf hast du keinen Bock? Guck mal, du kannst ja deine Sachen machen, alles schön und gut, aber irgendwann hört dann auf. Ist jetzt für dich das Problem, das Mädchen, dass sie sozusagen halbnackt auf dem Bett... Ja, das hat ja alles damit zu tun, halbnackt auf dem Bett hin oder her, so, weißt du, was ich meine? Aber das Problem... Aber das ist doch der Song, ich verkörpere doch da irgendwas. Das ist Kunst. Ich verstehe einfach nicht, wie du wegen so einem Scheiß jetzt so ein Riesenthema machst. Ja, por ti auch Scheiß, ja? Für mich aber nicht.
bleiben, Bro. Storymaker wie Pinocchio. Ich bin angekommen, wow, wow. Ich bin angekommen, wow, wow. Motherfucker und ein Gangbanger. Ich bin ein Trendleger. Trendleger. Und laufe durch die Hut, als wäre ich ein Gangster. Ich laufe durch Berlin, als würde mich jetzt jeder kennen. In meiner Hose ist für jeden ein Geschenk. Ich bin nice, ich bin reich, ich bin wunderschön. Einen schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Meine Nightjogger sind aus den 80er. Und wenn ich drauf bin, komme ich gar nicht klar. Ich bin ein Playboy, Bro, was geht dir ab? Hol mein Geld, zack, 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 zack. Hat die mich genervt, Alter. Boah, ist die nervig gewesen. Das muss man sich mal reinziehen. Ich gebe da tausende von Euros aus und habe praktisch schon das Musikvideo fast fertig in der Hand und dann scheitert alles durch so ein Gespräch. Durch so ein sinnloses, unnötiges Gespräch. Und was mich so an der ganzen Sache am meisten aufgeregt hat, war ja, dass man ja die ganze Zeit darauf hingearbeitet hat. Also sie hätte ja auch schon früher was sagen können. Hat sie aber nicht. Sie hat mal hier und da was gesagt, aber wir haben ja wirklich immer alles zusammen gebucht, geplant. Schatz, ich gehe jetzt dahin. Schatz, ich mache jetzt dies. Schatz, ich mache jetzt das. Und wenn ich so an den Ursprung zurückdenke, habe ich ja den Song Sex mit dir geschrieben, weil ich schon immer so einen Song haben wollte. Und so einen Song kannst du nur schreiben, wenn du wirklich auch Sex hast, wenn du diesen Lifestyle pflegst, wenn du zufrieden bist in deiner Beziehung, wenn du schon Erfahrungen hast in diesem Bereich. Und hätte es Asima nicht gegeben, hätte ich so einen Song ja auch gar nicht schreiben können. Ich wiederum aber habe gesagt, ich möchte meine Frau, mein Engel, nicht in so einem Musikvideo sehen. Das können dann ruhig andere Frauen machen, die sich bereit erklären, nackig in meinen Videos zu tanzen. So. Das ist ja nichts Schlimmes. So, ich möchte meine eigene Ehefrau da drin nicht sehen, hole mir aber jemanden, der das professionell macht. So, und ich finde das auch gar nicht verwerflich. So, und ich denke mal, dass sehr viele Leute mich auch in dem Moment verstehen können, dass ich so eine Haltung habe. Auf der anderen Seite aber wollte sie nicht, dass ich eine Dame einlade oder Damen einlade, die in diesem Musikvideo eben diesen Part übernehmen. Aber ich bin halt so ein Mensch, bevor ich ein Projekt überhaupt anfange, stelle ich mir das schon visuell vor meinen Augen dar. Wie soll das aussehen? Was für ein Feeling soll das haben? Ich habe dir das auch vorher gesagt. Ich habe dir auch vorher gesagt, Schatz, so und so ist das Ding. Ja, hört sich cool an. Huhu, tralala. Und jetzt auf einmal kurz davor fickst du meinen Kopf. Ja, es hört sich doch auch. Fick einfach nicht meinen Kopf. Junge, du fickst meinen Kopf. Du fickst meinen Kopf. Ja? Nimm einfach nicht die Sachen mir immer weg, die mir wichtig sind. Junge! Du nimmst mir die Sachen, versuchst immer alles reinzukacken, wo ich mir richtig Mühe gebe. Nein, das hat nichts damit zu tun. Dich interessiert das nicht, dass ich da saß, mir was einfallen gelassen habe, mir Gedanken darüber gemacht habe. Für dich ist einfach nur, ja, mach jetzt nicht halt, tschüss. Nein, ich verstehe das doch. Und das ist nicht das erste Mal. Du machst jedes Mal meine Sachen. Weil du dich nicht in meine Lage versetzt. Erklär! Verstehst du das nicht? Erklär deine Lage! Erklär! Oh, hell. Guck mal, wenn du dich. Junge, es ist doch, hat doch was. Ist doch total logisch, ja? Wenn du bist verheiratet, hast Kinder. Ja, und jetzt darf ich das jetzt nicht machen? Haben alle anderen Künstler keine Frau, keine Kinder? Ja. Ist doch berechtigt. Ja. Haben alle anderen Künstler auch keine Familie? Was interessiert mich denn und die anderen Künstler? Warte mal, seit wann hast du überhaupt dieses Problem? Ist es jetzt nur, weil dieses Projekt ist? Ist es jetzt wegen diesem Projekt? Nee, es hat, guck mal, es dieses Projekt. So, dann kommt das nächste Projekt. Dann kommt irgendwann, was kommt denn da irgendwie? Wer sagt das dann? Porno oder sowas. Ja, ist doch. Oh, ja, komm, ey, nerv bitte, mal nicht, ja. Bitte, ja, mach Porno. Hör mal bitte auf. Ja, Junge, hör mal bitte auf. Ey, es geht doch schon hallo. In die Richtung. Schreib mich nicht an, Mann. Okay? Hör doch zu. Ich hör zu. Du fuckst mich ab, schrei nicht. Wie schrei nicht? Du fuckst mich gerade ab. Ich hab grad alles abgeklärt. Was hast du von dem? Was hast du denn von dem gemacht? Was hast du jetzt für mich geregelt? Junge. Nix. Doch, ich mach das schon alles alleine. Patients. Ja, und? Und? Und jetzt? Junge, dann mach doch den Scheiß alleine, Alter. Ich muss das nicht machen, aber... Mach doch nicht! Warum? Guck mal, ich helfe lieber, lieber mach ich es alleine und ich erspare mir diesen ganzen Stress, statt dass du dich jetzt hier hin und sagst, ich hab das für dich gemacht. Dann mach es alleine! Ich mach's alleine! Ich mach's alleine! Ohne Profile parliere? Ohne Profile parliere?
Du musst mir vorstellen, ja? Hör mal zu, ich bin nicht klar. Und nicht dabei raffst. Muss man dir das sagen. Und ich sage, wenn du den Fond kann, dann bist du ohne. Ja, dann bist du ohne mein Fond. Kann ich? Ich muss im Fall, ich hau jetzt ab. Ich werde das Ding machen. Dann mach es doch. Ich mach das Ding mit dir oder auch ohne dich. Ich mach's alleine. Ja, dann mach es alleine. Ich habe sowieso keinen Bock mehr drauf. Verpiss dich doch, Alter. Was für ein Typ, ja? Geh mich auf den Sack, ey. Ich hab mir einen Gedanken gemacht. Wie oft mischt sie sich in meine Entscheidungen ein? Entscheide ich für meine Dinge oder entscheidet sie das? Wir können ja auch zusammen etwas entscheiden, aber wie oft habe ich in der Beziehung etwas entschieden? So, und dann habe ich auf einmal gemerkt, ich bin anscheinend nicht Herr meiner Dinge. Und ich fing dann an auszurasten, ich fing dann an sauer zu werden. Und nachdem wir uns dann da eben da richtig angefangen haben anzuschreien, habe ich eben dann den Satz gesagt, den ich dann auch todernst gemeint habe. Entweder machen wir das zusammen, oder ich mach das doch ohne dich. Und das habe ich todernst gemeint. Und das war nicht eine Ankündigung für dieses Video. Nein, ich habe in dem Moment gemerkt, ich kann mit dieser Frau nicht mehr. Es reicht. Die Entscheidung ist eigentlich schon in dem Zimmer für mich klar gewesen, dass das nichts mehr mit dieser Frau wird. Weil eine Sache, die ich fühle, eine Sache, die ich liebe, da kann sich keiner einmischen. Niemand kann sich da einmischen. Und wenn ich sage, ich möchte das so machen, dann will ich das so machen. So habe ich in dem Moment gedacht. Ich bin dann ins Auto eingestiegen und bin dann erstmal wie ein Verrückter durch den Potsdamer Platz rumgefahren. Dann hat sie mich nochmal angerufen und hat sie nochmal probiert mit mir zu reden, was irgendwie voll nach hinten losging. Ist das jetzt immer so, dass du wegen jedem Streit aus der Wohnung gehst? Asima, reg mich nicht auf. Ich schwöre dir, das war das letzte Mal, dass du so eine Faxe mit mir machst. Wieso verstehst du das nicht? Ich komme damit einfach nicht klar. Meine ganze Familie wird das sehen. Wieso kommst du jetzt damit? Genau jetzt? Ich habe bereits alles bezahlt. Wer gibt mir das ganze Geld zurück? Deine Familie? Bezahlt deine Familie meine Miete? Oder meine Autos? Bezahlt deine Familie unsere Ausgaben? Nein! Komm mir nicht mit deiner Familie! Von Anfang an wurde ich von deiner Familie sowieso nicht akzeptiert. Es geht nicht nur um das, was sie sagen. Ich will dich einfach nicht mit irgendeiner fremden Frau im Video sehen. Fertig. Asima, vergiss es! Ich werde das Projekt zu Ende bringen. Mit dir oder ohne dich. Wieso bist du nicht vorher gekommen, wo ich das ganze Projekt noch nicht bezahlt hatte? Du kommst erst jetzt damit. Vergiss das Geld. Du hast mich und wir werden einen anderen Weg finden, dass du das Projekt anders drehen kannst. Mädchen, was laberst du? Bist du behindert? Wie willst du gerade verarschen? Hör mir jetzt genau zu. Diese ganze Scheiße geht seit Jahren. Das heute war das letzte Mal, dass du diese Faxen mit mir gemacht hast. Ich beende die Beziehung und dann kannst du einen anderen finden, der diese Faxen mitmacht. Also auf dieses Telefonat bin ich auf jeden Fall nicht stolz, aber das war für mich Anfang und Ende dieser Beziehung. Langsam aber sicher kam so der Videodreh immer näher. Ich hatte mich noch an demselben Tag noch mal kurz mit ein paar Kollegen, mit ein paar Freunden auseinandergesetzt. Ich habe noch mal den angerufen, ey, bist du pünktlich, ey, soll ich dich da abholen? Und während wir schon alle in den Vorbereitungen zu dem Projekt Sex mit dir schon alle ready waren, ich war dann schon ziemlich gut auf dem Weg. Ich habe dann noch im Auto noch telefoniert mit dem Kollegen, der sich für das Zimmer gekümmert hat, für die Beleuchtung. Und er meinte dann zu mir so, ey Bro, die Darstellerin ist schon im Zimmer. Ich bin noch mal kurz unten in der Lobby. Ich hole mir noch mal kurz was zu trinken, was zu essen. Während ich so mit ihm telefoniere, dachte ich mir, okay, ich klopfe mal kurz an.
Bruder, guck mal, ich bin jetzt gerade auf dem Weg ins Hotelzimmer. Ich habe mich gerade mies mit Asima gestritten. Bruder, ich habe einfach Schluss gemacht. Ich bin mies sauer gerade. Ich bin jetzt gleich, ein paar Sekunden bin ich auch im Hotelzimmer. Habt ihr denn schon Kamera und alles bereitgelegt? Ist die Darstellerin auch schon da? Projekt war dann fertig. Das konnte man dann nun auf allen Streaming-Plattformen hören. Man konnte das auf YouTube sich angucken, auf Snapchat, auf Instagram. Überall wurde das Video geteilt. Und mir ist aufgefallen, dass die Klickzahlen auf jeden Fall sehr schnell, rapide nach oben gegangen sind. Und ich habe dann auch immer wieder gemerkt, so wenn ich dann zum Fitness gegangen bin oder wenn ich mich mit dem getroffen habe, irgendwie wussten dann auch schon alle über das Projekt Sex mit dir Bescheid. Das hatte ich vorher nicht. Also vorher habe ich einen Track gemacht, vorher habe ich Projekte gemacht, man hat dann mal vielleicht mal Props bekommen, da meinte der eine, ey, du hast einen coolen Song gemacht oder ein cooles Video. Hier war das aber so, das hat schon echt Tabus gebrochen, so, weil sowas hatte ich bisher noch nicht auf YouTube hochgestellt. Und nun war ein Musikvideo online, was auf jeden Fall von den Zuschauern mehr angenommen wurde als vorher, aber auch sehr stark kritisiert wurde. Ja, und es ist halt so, dass man immer noch die Menschen nicht dazu bringen kann, zu verstehen, was ist Kunst, was ist keine Kunst. Die meisten haben natürlich dann auch gesagt, ey, guck mal, der ist verheiratet, der macht hier Musikvideos mit irgendwelchen Bitches und so weiter. Aber die wenigsten wussten, dass bis dato schon meine Beziehung finito war. Und auf der einen Seite war ich natürlich froh, dass ich dann mein Projekt so machen konnte, wie ich mir das vorgestellt hatte. Auf der anderen Seite habe ich meine Beziehung verloren. So, was ist jetzt geil? Man hat jetzt ein Musikvideo, die Frau ist weg. Jetzt steht man da irgendwie ohne beides so richtig. Weil jetzt kann man sich nicht mehr so richtig darauf freuen. Wo ich meine Frau hatte, konnte ich mich irgendwie nicht auf das Projekt freuen. Also so ganz komische Gedankenzüge hatte ich dann auch in dem Moment. Was soll ich jetzt machen? Wie löse ich jetzt das Problem am besten? Es war alles voll der Scheiß. Und mir ist natürlich klar geworden, dass ich mit dieser Aktion diesmal erfolgreicher war mit meinem Projekt als vorher. Aber ich habe mich irgendwie auch voll allein gefühlt. Man muss sich das vorstellen, man ist dann irgendwie beliebt. Man hat dann auf einmal hier einen Auftritt, da einen Auftritt. Man fängt auf einmal an, so ein bisschen Geld mit seiner Musik zu verdienen. Nichtsdestotrotz habe ich dann immer mehr Zeit für mich selber in Anspruch genommen. Ich war sehr oft am Wasser, alleine, an kalten Tagen, an warmen Tagen. Ich habe mir so viele Gedanken über das Ganze gemacht. Ich habe das alles, was ich getan habe, so in Frage gestellt. Ich möchte nicht sagen, dass ich das Musikvideo bereue, aber ich habe gemerkt, dass das auf jeden Fall eine Entscheidung gewesen ist, die mich auf der einen Seite nach vorne gebracht hat und ich wusste, dass ich für gewisse Sachen in mein Leben Opfer bringen muss. Aber dafür habe ich natürlich einen sehr hohen Preis bezahlt. Mir fehlen so manchmal die Worte, wenn ich so darüber zurückdenke, was für einen Ärger ich dann hinterher auch noch mit meiner Familie hatte, die dann auch das Ganze nicht so richtig verstanden haben, wieso ich jetzt auf einmal so eine Musikvideos mache. Und die meisten Leute, die das Leben eines Künstlers nicht verstehen, die stecken auch nicht in dem Leben und in der Haut eines Künstlers drin. Ich selber, ich verstehe mich in gewissen Punkten, manchmal verstehe ich mich auch nicht. Es ist aber natürlich eine Entscheidung, mit der ich jetzt zu leben hatte. Es war eine Entscheidung, die sehr hart gewesen ist, auch sehr emotional getroffen wurde. Ich glaube aber auch, und da bin ich wirklich der festen Überzeugung, dass es auch keine gute Entscheidung hätte geben können. Hätte ich mich dafür entschieden, das Video anders zu machen, dann hätte ich natürlich meine
Beziehung gerettet, aber dann wäre das Video lächerlich geworden. Andersherum, wie ich es jetzt natürlich gemacht habe, habe ich jetzt natürlich auch einen hohen Preis bezahlt. Aber es ging nicht immer nur um Musik. Es ging um viele Sachen. Ich bin ein Mensch, ich bin ein sehr freiheitslebender Mensch. Ich brauche meine Freiheit in dem, was ich mache. Und ich habe mich in den letzten Jahren, vor allem in den letzten 3-4 Jahren, wo ich mit Asima zusammen war, sehr eingeengt gefühlt. Es sind vielleicht Luxusprobleme, aber ich habe Asima sehr ernst genommen in dem, was sie gesagt hat. Und auch wenn es mal von ihrer Seite aus Spaß gewesen ist, steckt hinter jedem Spaß auch manchmal so eine kleine Wahrheit mit drin. Und sie hat natürlich auch gesagt, ey, wieso gehst du zum Sport so oft und bleib doch mal zu Hause. Ich weiß, dass sie die Zeit natürlich mit mir verbringen wollte zu der Zeit, weil ich früher einen Job hatte, wo ich sowieso sehr selten zu Hause war. Und wenn ich dann nochmal 1,5 Stunden zum Fitness gegangen bin, blieb uns wirklich immer sehr wenig Zeit. Aber ich bin der Meinung, wenn du weißt, dass dein Mann ein Hobby hat, ein Sport nachgeht, bevor du zu ihm sagst, ey, geh nicht so oft zum Sport, verdammt nochmal, pack deine Sache und geh mit ihm zusammen zum Sport. Es ist noch nie so gewesen, dass ich zu ihr gesagt habe, ich möchte dich nicht beim Sport sehen, aber sie hat sich nicht in dem Fitnesstraining zu der Zeit gesehen. So. Und dann finde ich es umso unfairer, sage ich mal, mir zu sagen, geh nicht zum Sport, bleib mit mir und dann verzichte ich auf eine Sache, obwohl man diese hätte zusammen machen können. Und immer wenn ich dann zum Sport gegangen bin, hatte ich immer so im Hinterkopf so ein Gefühl, dass ich gerade was falsch mache. Ich könnte ja eigentlich mit meiner Frau, aber ich gehe gerade zum Sport. Hätte sie sich mal einen Ruck gegeben, wäre sie einfach mal mitgekommen, dann hätte man den ganzen Tag, sage ich mal, zusammen was machen können. Und sie weiß, dass Sport mir wichtig gewesen ist und es ist mir bis heute noch wichtig. Das waren dann so ganz viele Punkte, die mich in der Beziehung gestört haben. Es waren sehr viele Punkte, auch mit Freunde treffen. Wo gehst du hin? Wie lange bleibst du? Dies, das, so das. Ich weiß nicht, vielleicht sind es auch normale Sachen in der Beziehung, aber ich finde, man sollte das in Maßen machen und nicht die ganze Zeit den Freund oder den Mann, wenn er weg ist, die ganze Zeit zutexten, weil dann kann ich mich ja mental gar nicht auf mein Treffen mit meinem Freund überhaupt konzentrieren. Und wenn ich heute darüber nachdenke, finde ich das so krass, dass man irgendwie von einem Moment, wo man Familie hat, eine gemeinsame Wohnung hat, einen Job hat, wie schnell sowas gehen kann, dass man einfach von dem einen Moment zum nächsten alles verliert. Mit einer Entscheidung, die ich gefallen habe. Ich habe das schon als krass angesehen, dass sich innerhalb von ein paar Minuten mein Leben sich verändert hat. Aber ich dachte mir, wenn man selber anscheinend auf dieser Welt Entscheidungen fällt, die dazu führen, dass sich so eine krasse Veränderung auf einmal, dass so eine krasse Veränderung stattfindet, dann könnte ich das ja auch übernehmen in allen anderen Bereichen. Dann könnte ich das in meinem Job machen, in meiner Musik machen, innerhalb von Freundschaften machen. Ne? Man hat ja selber die Entscheidungsmacht, darüber zu entscheiden, bleibe ich mit gewissen Menschen oder bleibe ich nicht? Und nachdem meine Beziehung dann praktisch beendet war, habe ich auch gesagt, ich werde meine Beziehung zu alten Freunden, ja, was eigentlich keine Freunde sind, auch sofort beenden. Weg. Weg mit denen. Alle Menschen, die mir in meinem Leben nur Kummer bereiten, Stress bereiten, die werde ich jetzt einfach ein für alle Mal eliminieren aus meinen Kontaktlisten. Weg mit solchen Menschen, weil die bringen mir ja nichts. Und ich habe auf einmal gemerkt, ich bin zwar alleine, aber ich habe tatsächlich eine krasse Veränderung gemacht. Ich sah auf einmal anders aus. Ich habe auf einmal angefangen, wieder mich zu finden im Sport. Ich bin zum Sport gegangen. Ich hatte nicht die Stimme von hinten, die mir sagt, ey, wieso bleibst du nicht mit mir? Wieso gehst du zum Sport? Ich habe mich das erste Mal in meinem Leben frei gefühlt. Aber dieses Freifühlen hat eine begrenzte Zeit angehalten. Weil ich habe mich zwar getrennt, aber ich habe ja noch Kinder gehabt, die mit ihr zusammen gelebt haben und die teilweise auch bei mir gewesen sind. Und das ist das Schwierige. Man kann nicht einfach sagen, ich gehe. Weil wenn man wirklich mit dem Kopf durch die Wand sagt, ich gehe jetzt und man lässt die Kinder einfach rechts und links liegen, dann ist das scheiße. Das ist dann richtig dumm und das ist dann auch nicht wirklich durchdacht.
Um meine Gedanken zu sortieren, ging ich allein zur Spree und überlegte, was mir für meine Zukunft wirklich wichtig ist. Allein leben konnte ich. So hatte ich immer Ruhe. Aber ich wollte eine Frau an meiner Seite haben, die meinen Lifestyle verstand. Ich fühlte mich zu diesem Zeitpunkt nicht bereit, mit Asima über die Zukunft zu sprechen. Dafür war die Situation viel zu frisch. Ich bekam direkt Aggression, wenn mir jemand aus meiner Familie einen Ratschlag diesbezüglich gegeben hat. Keiner von ihnen wusste, wie ich mich fühlte. Schließlich hatte ich niemanden in der Familie, der im Showbusiness ebenfalls beschäftigt war, um das Leben, welches ich führte, zu verstehen. Oftmals habe ich darüber nachgedacht, Berlin zu verlassen und in einer anderen Stadt bzw. in ein anderes Land was Neues aufzubauen. Diese Pläne konnte ich nur realisieren, wenn ich auf meine Kinder verzichtet hätte. Das wollte ich aber nicht. Meine Kinder sind alles für mich. Ich wollte diesen Plan erst realisieren, wenn ich mit Asima zusammen bin. Somit wurde nichts aus diesem Plan. Der Abstand tat mir sehr gut. Ich fand vorübergehend eine eigene Wohnung und konnte arbeiten gehen, ohne dass ich spät am Abend Stress zu Hause hatte. Ich hatte es so vermisst, Ruhe zu haben. Diese fand ich nun, als ich alleine war. Für andere mag es nichts Besonderes sein, für mich war es neu, denn ich hatte seit Jahren keine Ruhe zu Hause gehabt. Ständig gab es unangenehme Themen und Streitigkeiten und das alles nach der Arbeit. Ich fühlte mich in meinem eigenen Zuhause unwohl. Das Musikvideo war der letzte Tropfen, das das Fass zum Überlaufen brachte. Ich war sehr oft traurig. Immer wieder ließ ich meine letzten Jahre mit Asima Revue passieren und verstand nicht, wie uns das passieren konnte. Wir hatten so viel Stress auf uns genommen. Sie verließ ihr Elternhaus, um mit mir zusammen zu sein. Sie lernte sogar Albanisch, um unsere Kultur besser verstehen zu können. Das konnte es doch nicht gewesen sein, dachte ich. Mir ist das erste Mal in meinem Leben eins klar geworden. Wir bewegen uns alle auf dünnem Eis. Dieses Eis kann von jetzt auf gleich sofort durchbrechen. Und wir verlieren alles. Wir können uns aber auch dem Problem stellen und eine Lösung zusammenfinden. Ich hatte die Befürchtung, dass wenn ich mich auf ein weiteres Gespräch einlasse, dass dies zu keiner Besserung führen wird. Denn das hatte es in der Vergangenheit auch nicht. Die ganzen Gespräche zwischen mir und Asima hatten schließlich nichts gebracht. Ich musste also eine neue Lösung finden. Mir sind einige Dinge klar geworden. In einer Beziehung zwischen zwei Menschen liebt nur einer den anderen wahrhaftig. Der andere lässt sich eher mitziehen. Das heißt nicht, dass die Person, die mitgezogen wird, die andere Person nicht liebt. Jedoch wahrhaftig lieben tut nur einer. Egal welche Beziehung man sich anschaut, es wird immer eine Person geben, die nach einer Zeit nachlässt. Leider. Natürlich wird es viele Menschen geben, die diese Worte nicht verstehen oder denken, dass ich blödes Zeug rede. Jedoch sind das Erfahrungswerte, die ich bei mir und bei anderen Paaren festgestellt habe. Wer nun in meiner Beziehung mehr geliebt hat, das kann ich nicht genau sagen. Was ich weiß ist, dass die ganze Trennung mir viel Kummer bereitet hat. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ich werde den Fehler nicht machen, dass ich jetzt direkt in eine neue Beziehung gehe, um mich so richtig auskotzen zu können. Ich werde mir Zeit nehmen, um über alles nachzudenken. Denn Zeit heilt Wunden.